Heute geht's um das Koto Amatsukami und damit auch. Yo, Meliodas wieder am Start. Seit jeher, wenn das Thema Genjutsu auch nur im geringsten angekratzt wird, fällt dabei ein Name: Shisui Uchiha und seine Mangekyo-Sharingan-Fähigkeit, das Koto Amatsukami. Warum? Weil wahrscheinlich kein anderes existiert, was so gefürchtet wird wie dieses. Natürlich gibt's noch ein mächtigeres, nämlich das ewige Tsukuyomi, mit der man die ganze Welt in ein Genjutsu sperren kann. Aber dazu müssen noch extreme Vorkehrungen getroffen werden. Das Koto Amatsukami ist dabei aber eine gewöhnliche Mangekyo-Sharingan-Fähigkeit, die der Nutzer einfach so aktivieren kann. Wörtlich übersetzt bedeutet Koto Amatsukami sowas wie verehrte himmlische Götter. Doch was kann dieses Jutsu jetzt wirklich und wärt ihr damit auch denselben Weg gegangen wie Shisui? Ich nämlich definitiv nicht. Ich hätte, um ehrlich zu sein, so einiges in Naruto anders gemacht, wäre ich ein Charakter in dieser Welt gewesen. Das Geile ist jetzt, genau das können wir demnächst alle tun, bei Naruto Slugfest. In diesem offiziell lizenzierten MMORPG-Spiel könnt ihr die komplette Shippuden-Story nachspielen. Dazu wählt ihr einen von 4 Figuren aus und begebt euch in die Naruto-Welt. Ihr spielt ab dem Moment, wo Naruto und Jiraiya nach Konoha zurückkommen und dann seid ihr offiziell ein Mitglied von Konoha. Alle Charaktere haben dabei ihre Originalstimmen. Ihr müsst Missionen erfüllen und euch gefährlichen Gegnern stellen. Dabei nutzt ihr mächtige Jutsus genau wie in der Serie. Ihr erstellt im Laufe des Games eure eigene Squad und könnt dann mit denen als Unterstützung gegen die Feinde Konohas ankämpfen. Alles 3D animiert. Dabei sind auch PvP-Kämpfe möglich, in denen ihr euch mit euren Freunden rasengieren könnt. Mal gucken, wer dann der stärkste von allen wird und wer am Ende so aussieht. Baut euch eine wirklich krasse Squad auf, denn ihr müsst auch gegen wirklich kranke Gegner kämpfen. Einer davon ist Itachi Uchiha höchstpersönlich. Das krank war jetzt wirklich kein Front, Itachi. Ich hoffe einfach, dass ich Minato, Itachi oder auch Pain für meine Squad kriege, damit ich jeden auseinandernehmen kann. Das wirklich Schöne, ihr könnt die ganzen Schlüsselmomente nachspielen, wie zum Beispiel Gaara gegen Deidara und so weiter. Wie gesagt, das Spiel ist noch nicht draußen und kommt erst im Frühling für Android und iOS raus. Ich freue mich auf das Spiel. Sobald es da ist, könnt ihr das auch kostenlos runterladen. Für die, die einer der ersten sein wollen, die das Spiel spielen, ihr könnt euch einfach daran erinnern lassen, sobald das Spiel da ist, indem ihr euch das vormerkt bzw. vorbestellt. Sobald das Spiel raus ist, kriegt ihr deine Nachricht. Wollt ihr zudem noch ein Geschenk haben, dann registriert euch hier. Ihr müsst nur eine E-Mail angeben und dann bekommt ihr, sobald das Spiel online geht, ein Geschenk gratis dazu. Nutzt dazu einfach meinen Link unten in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar und ihr kommt dann sofort auf die Seite und unterstützt meinen Kanal und pusht zukünftige Naruto-Videos damit. Lasst uns also das Spiel rasengieren und unseren eigenen Ninja-Weg gehen. Wir sehen uns im Game, Freunde. Sollte aber jemand das Koto Amatsukami im Spiel anwenden, gebe ich sofort auf. Moment mal, Koto Amatsukami? Stimmt, ich wollte doch noch darüber reden. Wie ihr schon durch meine anderen Videos wisst, stammen viele Namen der Mangekyos aus dem Shintoismus. Amaterasu, Tsukuyomi als Beispiel genannt, das sind halt Götter in diesem Glauben. Doch Koto Amatsukami ist kein direkter Name eines dieser Götter, sondern bedeutet, wie schon am Anfang erwähnt, verehrte himmlische Götter. Das bezieht sich auf die 5 obersten Götter, 3 von ihnen existieren schon seit Anbeginn des Universums. Erst viel später kamen Izanagi, Izanami und alle anderen noch dazu, die nicht mal zu diesen 5 gehören. Kishimoto benennt diese Fähigkeit also nicht nach einem einzigen Gott, sondern direkt mal nach den 5 der höchsten Götter aus der Mythologie und macht damit direkt klar, dieses Jutsu hier ist kein Spaß. Warum wird also das Koto Amatsukami so sehr gefürchtet? Ganz einfach, diese Technik erlaubt es dem Anwender, in die Gedanken des Gegners zu gehen, dort falsche Erfahrungen und Erinnerungen zu streuen und somit den Gegner glauben zu lassen, dass er das, was er von da an macht, freiwillig tut. Viele denken, das wäre eine einfache Gedankenkontrolle, aber das ist nicht ganz richtig. Es ist viel schlimmer als das. Denn die Person, die davon betroffen ist, ist komplett normal. Wie immer. Der Mensch bleibt der gleiche. Er tut das, was er schon immer getan hat. Er verhält sich, wie er es immer getan hat. Er redet, wie er es immer getan hat. Alles ist wie immer. Man würde nicht merken, dass da was nicht stimmt. Der einzige Knackpunkt, sobald der Jutsu-Anwender des Koto Amatsukamis was befiehlt, wird's gemacht. Eine wirklich gruselige Vorstellung, denn stellt euch mal vor, ihr habt jemanden, dem ihr zu 100% vertraut. Und diese Person verhält sich auch wie immer. Und ist auch genau dieselbe Person, für die ihr sie haltet. Ihr wird es also niemals merken. Doch dann kommt der Moment, wo durch den Koto Amatsukami-Anwender Befehle kommen. Was, wenn der Befehl ist, euch zu töten? Dann versucht euch einfach mal diese vertraute Person kalt zu machen und keiner checkt, was abgeht. Weil diese Person dann denkt, sie will es freiwillig tun und ihr denkt euch einfach, was zum Teufel geht ihr ab? Denn der das Jutsu abbekommt, merkt es ja noch nicht einmal.
Wo man ganz deutlich gemerkt hat, wie mächtig dieses Jutsu ist, ist der Moment, als Itachi selber davon gefangen genommen wurde und damit das Edo-Tensei übertrumpfen konnte. Denn vor seinem Tod platzierte Itachi die Krähe mit dem Koto Amatsukami in Naruto und befahl ihr, erst dann rauszukommen, wenn es auf seine Augen trifft. Itachi wählte klugerweise seine eigenen Augen, weil er wusste, dass das alles dazu kommen wird, dass sich als Sasuke die Augen von Itachi implantiert. Somit war der Trigger auf seine eigenen Augen gesetzt. Der Befehl, wenn das geschieht, war sowas wie Schütze Konoha. Damit wollte er eigentlich Sasuke dazu bringen, für Konoha zu sein. Doch dann kam es anders. Kabuto erweckte Itachi mittels Edo Tensei wieder, der dann auf Naruto traf und den Trigger auslöste. Itachi hatte von diesem Moment aus keine andere Wahl, außer Konoha zu helfen. Es ist also egal, ob eine Person unter der Kontrolle von jemand anderem ist. Sei es Genjutsu oder sonst was, das Koto Amatsukami kann das alles kontern. Es bricht die anderen Jutsus nicht. Es zwingt einfach die Person, auf den Anwender des Koto Amatsukami zu hören. Komme was wolle, ihr werdet dem Willen gehorchen. Somit zwang sich also Itachi selbst dazu, Konoha zu unterstützen und er wusste nun mal, dass er um das zu tun Kabuto besiegen muss, um das Edo Tensei aufzulösen. So begab er sich auf direktem Weg zu ihm und obwohl er unterwegs auf Sasuke traf und bestimmt liebend gerne direkt mit ihm geredet hätte, konnte er nicht anders und musste zuerst Kabuto besiegen, weil er genau das die Aufgabe war, die ihm das Koto Amatsukami auferzwungen hat. Nachdem das Jutsu aktiviert wurde, merkte Itachi aber, dass es mindestens 10 Jahre bräuchte, um wieder einsatzfähig zu sein. Shisui selber könnte es wahrscheinlich tagtäglich mehrmals nutzen, jedoch fand man heraus, dass auch Nicht-Uchiha dieses Jutsu öfter als alle 10 Jahre nutzen könnten, wenn man Hashiramas Zellen zur Hilfe nimmt. So tat es Danzo und erzählte, dass er das Jutsu damit mindestens einmal pro Tag nutzen kann, was auch ziemlich heftig ist. Er kann es also locker jeden Tag Minimum einmal nutzen, unter besseren Umständen vielleicht sogar mehrmals. Als Danzo diese Fähigkeit hatte, nutzte er es, um Mifune zu kontrollieren, um seine Position zu festigen. Doch das ging nach hinten los, als Ao die Charakterfarbe des Sharingan mittels seines Byakugans erkannte. Es war nämlich dieselbe wie die von Shisui, als er einmal gegen ihn kämpfte. Seitdem konnte er diese unverwechselbare Farbe nicht mehr vergessen. Mei, die fünfte Mizukage, vergleichte die Fähigkeit des Koto Amatsukamis sogar mit der Fähigkeit, die den vierten Mizukage Yagura im Bann hatte. Wie wir alle wissen, war es Obito, der den vierten Mizukage kontrollierte. Wie kann das sein? Yagura hätte nämlich nicht von Genjutsus kontrolliert werden können, da er ein perfekter Jinchuriki war. Das Koto Amatsukami hätte es aber geschafft. Kann es sein, dass Obito eine ähnliche Fähigkeit hatte, die durch ein Sharingan eines getöteten Uchihas übrig blieb? Einem Vorfahren von Shisui vielleicht? Man weiß es nicht. Denn das Koto Amatsukami von Shisui kann es nicht gewesen sein, da das eine Itachi hatte und das andere Danzo. Ach ja, und ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich habe jetzt auch Discord, folgt mir dort, Link ist in der Videobeschreibung. Ist eine coole Community dort und wer sich dort gut auskennt und sich gut benimmt, kann sogar Support werden, also schaut einfach mal vorbei. Was noch ziemlich bemerkenswert bei diesem Jutsu ist, dass man keinen direkten Augenkontakt braucht, um es zu aktivieren. Man kann das Jutsu auf jeden aktivieren, auf den man schaut. Er könnte also auch mit dem Rücken zu dir stehen und es würde funktionieren. Das Koto Amatsukami ist damit das stärkste Genjutsu, was es gibt, abgesehen vom ewigen Tsukuyomi. Wenn selbst Itachi dieses Jutsu so hoch lobt und sagt, es sei das ultimative Genjutsu, obwohl er immer in allem die Schwachpunkte zu finden versucht, dann heißt das schon was. Yes, Freunde, das war's mit dem Video. Vergesst nicht, mir auf Discord zu folgen, checkt die Links unten ab für das Naruto-Spiel, damit würdet ihr meinen Kanal, wie gesagt, extrem unterstützen. Sobald das Spiel draußen ist, werde ich wahrscheinlich noch ein Video dazu machen, damit ihr mich dort adden könnt und wir zusammen zocken können. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, macht genau das, was ich euch gerade gesagt habe und zusätzlich müsst ihr den Kanal abonnieren und das Video liken. Und hey, ich meine, keiner zwingt euch. Ihr wisst, ihr macht alles freiwillig. Ich bin raus, ich melde mich.